Ja, und damit sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge This War of Mine, A Father's Promise. Wir waren ja die letzten Male mehrfach am Flughafen gescheitert. Aber immerhin wissen wir jetzt, wer Informationen für uns hat und dass wir Nahrung dafür brauchen. Momentan noch nicht haben. Notfalls probieren wir es einfach so lange, bis unsere Falle hier was hergibt. Und für den Augenblick bleibt uns auch nicht mehr übrig. Als dass wir tagsüber hier schlafen und nachts einen neuen Anlauf starten. Momentan nichts zu essen übrig. Wir brauchen 3 Nahrungsmittel für den Penner in der Schule. Die können wir aber nur aus dem Flughafen rausholen. Jetzt probieren wir mal ganz was anderes. Ich nehme jetzt einfach mal die Axt mit, falls mir einer dumm kommt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir hier auch irgendwie ohne Erdolchen rauskommen sollten. Das hat ja schon mal wieder super funktioniert. Gleich im ersten Raum voll in die Arme gelaufen. Genau so soll's nicht sein. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wie soll man das bitte machen, wenn der einfach da steht, wenn wir durch die Tür gehen? Also ruhen wir uns einfach aus. Das Ganze nochmal. Wir gehen zum Flughafen. Ich nehme das Messer mit. Und suchen nach Amelia.
Wir spechten dafür hier durch die Tür und sehen, dass wir nichts sehen. Tür nach außen würde ich trotz alledem gern auflassen. Keiner drin, deswegen gehen wir da jetzt mal rein und dann springen wir aber sofort die Deckung. Und wir sterben natürlich. Kann ja wohl wirklich nicht wahr sein, dass wir hier nicht durchkommen. So, wir schauen, wir haben nichts in der Falle. Dann hauen wir uns selber in die Falle. Und nehmen uns den Flughafen vor. Ich nehme völlig sinnloserweise das Messer mit. Gehe hier jetzt auch einfach rein. Bis die entscheidenden Sekunden. Hier drin. Und klemme mich hier in die Nische rein. Komme ich hier in die nächste Nische. Dann schauen wir mal hier durch die Tür. Tue ich nichts. Sehen allerdings auch nicht. Bisschen die Befürchtung. Der steht jetzt also hier rum. Die Frage ist, kommt er auch wieder rein und sieht er uns dann? Natürlich ja nicht ewig Zeit, weil irgendwann, wenn die Nacht zu Ende ist. Dürfen wir ja auch wieder zurückkehren, ob freiwillig oder unfreiwillig. So, wenn er jetzt nach oben geht, könnten wir es zumindest bis zum Flugzeug schaffen.
In der Hoffnung, dass wir da dann wieder mehr Glück haben, was Essbares zu finden. So, da ist auf jeden Fall schon mal eine Konservendose drin. Und da natürlich nicht, das wäre zu einfach, ist ja klar. Schauen wir hier mal noch mal rein, nichts zu sehen. Ich drücke mich schnell hier in die Nische. Stellt sich natürlich die Frage, wo der zweite Kamerad hin verschwunden ist. Hier bewegt sich was. Bewegt sich hoffentlich die Treppe rauf. Ja, nachdem der Tag fast rum ist, würde ich sagen, wir schauen zumindest mal, dass wir die eine Dose hier wegbringen. Damit hätte man zumindest einmal überlebt. Und hoffen vielleicht einfach, dass am nächsten Tag der Händler kommt und wir ihm noch eine Dose abschwatzen können. So, dann machen wir jetzt erst einmal was für uns zu essen. Erst Moment. Da Falle drin. Bräuchte zweimal Brennstoff. Damit ich mir einmal Essen herstellen kann. Dann legen wir uns einfach mal hin. Für den Rest des Tages. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht irgendwo anders noch eine lumpige Konservendose auftreiben können. Zunächst mal sind wir froh, dass wir wenigstens die eine geklaut haben und den Flughafen überlebt. Und ob wir dann woanders noch eine auftreiben, schauen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao, ciao.